Recht herzlich willkommen zur 29. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal haben wir ja nichts gemacht sozusagen, ne? Ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen gekurft, getan und gemacht. So, was mir aufgefallen ist noch, ich habe mal gerade durchgeguckt hier, wir brauchen nur noch dieses hier von der Britannien in Anspruch. Das heißt, wir müssen hier mal den Anspruch erhöhen. Das machen wir mit dem Spionage-Netzwerk und das ist dieses hier. England führt Burgund, okay. Und das ist Loire-Bretagne, okay. Da fehlen uns noch ein paar Points, um hier... Ah, 25, alles klar. Und wie sieht das hier aus? 20 und da haben wir... Was ist das denn hier? Achso, wir verbessern gerade unser Image da, alles klar. Das hier ist unser... Das ist ja gleich schon soweit, ne? Okay, dann wissen wir da Bescheid. Wie ist denn hier so die Lage? Plus 29. Okay, das könnte auch besser sein. Haben wir aber jetzt keinen freien Linksterbumster. Das heißt, wir lassen mal laufen. Marokko. Militärgang weg. Okay, die waren hier unten am Stehen. Und jetzt kommen sie da nicht mehr raus. Oder wie sehe ich das? Oder höchstens hier rum. Ja, das da unten ist Marokko, ne? Aber das hier ist Kastilien. Okay, beziehungsweise besetzt von, ne? Hier haben wir ein bisschen Kohle. Darlehensangebot akzeptieren wir mal. Lassen wir weiterlaufen. Aber ich glaube, wir müssen mal auf lang oder kurz zusehen, dass wir hier unsere Armee noch ein bisschen aufrüsten. Jetzt haben wir 252. Was ist das denn hier? Ansprache auf Provinzen, okay. Was macht eigentlich unsere Kolonie? 10%, das ist nicht viel, ne? Und 513 von 1000, das ist ja schon die Hälfte, ne? Oder? Dann geht's ja schon mal. Lass uns mal schauen. Ach, was machen wir besser hier über den Teil hier? Da. Zack, zack, zack. Machen wir da so ein paar Leute mehr. Zähne sind zu wenig. Ansprüche erhoben. Von Norwegen haben Ansprüche erhoben. Okay. Hier kommt was rein. 81 war letztens. Ist es immer noch. Okay. Die Norweger sind uns böse, oder wie sehe ich das? Hatten wir hier nicht. Haben wir auch noch keinen Anspruch drauf fingiert. Sind verbündet mit Schweden. Na, 30 wenn, ne? Warte mal, ist da? Nee. Irgendwo hier was? Ja, da haben wir einen Anspruch drauf. Okay, und hier oben Färöer oder was war das? Ich glaube ja, na, gehen wir anklicken. Haben wir auch einen Anspruch drauf. Aber hier haben wir keinen mehr drauf. Das müssten wir mal ändern, ne? Gut. Wer ist das denn hier? Friesland, was wollen die denn da? Keine Ahnung. So, wir machen erstmal ein paar Truppen weiter. Künstler ist gestorben, okay. Wir hatten einen hier an der Dingens, ne? Aber das ist Sydney Wolfe, okay. Wie viel Geld machen wir eigentlich? 682, okay, das geht. Korruption, wie ist denn das mit der Korruption? Die fällt, okay. Wie viel ist denn das insgesamt? Aktuell 2,01, warum steht denn da 3? Irgendwie zusammengerechnet wahrscheinlich dann, ne? Okay. Oh, die Truppen sind fertig. Dann lassen wir mal die zusammen marschieren. Okay. Alle da? Ja. Jetzt haben wir 17. Ich denke mal, wir machen nochmal 3. Ne, keine Schiffe. Das war jetzt falsch. Was ist hier? Unser Agent wurde entdeckt. In Burgund. Das ist... schlecht. Okay, warte mal. Burgund. Anspruch fingieren. Artois oder Picardie? Nehmen wir die Picardie. Gut, okay. Dann ziehen wir den natürlich zurück. Okay.
Wo waren wir unterwegs? Hier unten, ne? Oder? Da machen wir gerade einen Anspruch. Der ist aber schon mal. Anspruch fingieren geht auch in der Bretagne. Das war Finestre, ne? Ja. Machen wir dann da. Okay. Das machen wir. Läuft weiter. Hier ist Burgund. Machen wir da besser, ist klar. Und hier haben wir. Der kehrt zurück. Den setzen wir dann mal auf Norwegen an. Ich denke mal ja. Kriegsgrund. Ja, Picardie müssen wir erobern, aber das ist erstmal jetzt nicht so ganz wichtig, ne? So, der ist jetzt da weg. Jetzt müssen wir hier oben noch den Anspruch fingieren. Bauen wir das Spionagenetzwerk auf. Gut. Und wir wollten noch drei Leute hier rekrutieren. Einen da, davon ein und da machen wir so einen. Dann haben wir 20. Theologe ist gestorben. Isaac Wutten oder so ähnlich. Ja, was ist hier mit den Franzosen los? Ich sehe sie nicht, aber sie sind bestimmt da, oder? Wenn ich die jetzt rüberschiebe, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da kommt wieder ein Friedensangebot von den Franzosen. 27 Dukaten wird sogar weniger, okay. Sind die gerade schlecht dran oder was, dass die so runter machen? Ja. Gute Frage, ne? Wir können ja mit den Armeen, die wir gerade erstellen, mal rübergehen und gucken, oder? Einer schadet ja nichts, ne? Wir können auch da hingehen. Ja, da. Wir brauchen gar nicht weitergehen. Ich sehe gerade schon, da unten kommen Zähne. Baden, Ende der religiösen Klauses. Okay. Religiöse Unruhen in Köln. Da sind jetzt 10. Wo gehen die hin? Auf Calais zu. Alles klar. Und da kommt noch einer nach. So, jetzt die Frage, ob man da unten hingeht oder nicht, ne? Aber ich glaube besser nicht. Wir bleiben hier oben. Die haben jetzt Militärzugang in Burgund gehabt. Bringt uns das irgendwas? Ich glaube nicht. Es sind auch zu viele, dass wir da irgendwas lösen können, ne? England, Zugang in Frankreich zahlen. Nö. So, da bauen wir auf, da oben auch. Das ist gut. Hier ziehen wir zusammen. Jetzt haben wir da unsere 20er Armee wieder wenigstens, ne? Kostet uns zwar was. Was haben wir an Geld noch? 4,78 geht aber. Da ist noch was. Das sind. Was war das? Hohe Kriegsmüdigkeit, ja. Zack. Jetzt nicht mehr. Obwohl das nicht Sinn unbedingt macht, aber ist halt so. So, das. Ja, da kommt auch nichts bei rum, ne? Wir haben 195. Was können wir hier machen? 19 würde das ergeben. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Was haben wir denn noch? Werkstatt. Produktion würde sich da erhöhen, würde auch ein bisschen Geld bringen. Der Markt. Okay, 96. Was gibt's da? Fisch. Das wäre der Handelseinfluss, ne? Anzahl der Verbesserungen. Dock. Und hier haben wir eine Mauer. Burg. Gericht bringt uns gar nichts. Das kannst du aus lauter Langeweile bauen. Also hier könnte man jetzt den Markt bauen, oder was war da? Nee. Doch. Kostet uns 100. Was bringt es uns effektiv? Das ist die Frage, ne? Schließen machen wir erstmal nicht. Weiter geht's. Hier geht irgendwie nichts besser. Ist das schon das Maximum, was da geht, oder was?
Rivale, 100% gleiche Religion. Also da können wir besser hier die 29 nochmal steigern, glaube ich, ne? Geht nichts mehr, okay. Okay, da haben sich die erhoben. Das ist aber schon erledigt. Machen wir weiter. Bereit. Und Diplomatie hierhin. Beziehungen verbessern. Bestätigen. Machen wir mal. Dann kommt noch ein Geldangebot vom Brabant. 20, okay. So, Pause wieder raus. 13 sind da, ne, 10 sind da oben. Was brauchen wir dafür? Aber da haben wir schon 2. Da müssen wir 30 aufbauen, glaube ich, ne? Einen Anspruch zu fingieren, genau. Die wollen 252, haben wir jetzt wahrscheinlich gleich Dingens eingenommen. Da können wir aber auch nichts dran rütteln. Das wächst 41 mit Burgund. Geht, ne? Mal guck mal, hier unten ist Krieg beendet worden. Da hat sich Aragorn ein ganzes großes Stück vom Kuchen genommen. Ein Geschenk von 40 Taler. Darlehen. So. Warte mal, du bist abgelaufen, okay. Ja, machen wir. Kommandant ist gestorben. War das einer von unserer Truppe jetzt? Ne, ich glaube, der hieß anders, ne? Jo, der heißt anders. Alles klar. Gut, läuft soweit, ne? Könnte man sagen, wenn es dann mal irgendwann vorangeht, aber... Wie sollen wir das? Hier werden wir wieder verlieren. Das werden die Franzosen wieder kriegen. Da oben haben wir 551 Leute, das geht auch schlagartig voran da, ne, das ist auch klar. Feindliche Belagerung in Calais, die ist 7%, okay, das ist jetzt nicht groß viel, aber das wird verloren gehen, so oder so. Wir haben auch gegen 11 Truppen keine Chance, dafür sind wir einfach zu schwach in der Technik. Und ja, die Norweger sind ja schön und gut, aber verbündet mit Schweden, da hast du dann noch weniger Chance. Da sind allerdings gerade Unruhen im Land. Sehr interessant. Ja. Läuft, ne? Flotten 11. Was wollen die Franzosen? Was haben die vor? 11 Schiffe sind ganz schön viel, ne? 7, 9, 1 und 22. Können wir uns da irgendwie ein Schiff leisten? Ja, Calais ist gefallen. Ist klar. Wo gehen die 11 Leute jetzt hin? Nach Paris? Taler, nachdem wir jetzt Calais verloren haben. Die bleiben aber in Paris stehen, okay. Ja, was machen wir? Gute Frage, ne? Da dürfen wir nirgendwo hin. Oldenburg. Na toll. Bringt uns aber auch nicht so wirklich viel, ne? Beziehungen da werden besser. Das ist gleich auf 20. Das ist... Warte mal. Das war ja Bretagne, ne? Wie viel brauchten wir da? Auch 30, okay. Gut, dann müssen wir da noch laufen lassen. Ja, was sollte man gegen die ausrichten, ne? Das ist eine gute Frage. Kriegssteuern verlängern wir, okay. Könnten irgendwo was bauen. Wollten wir letztes Mal schon nicht, lassen wir. Was sagt das Geld? 5,22. Aha.
Okay, hier geht was. Land der Möglichkeiten. Koloniewachstum 20%. Das sollten wir definitiv in Angriff nehmen. Korruption steigt zwar, aber das ist jetzt erstmal egal. Okay. Blöd ist jetzt, dass wir hier Dingens, ne, den mittleren verloren haben. Aber es ist egal, die Kolonie muss vorangehen noch. Okay, Darlin. Das ist jetzt hier bei den Dingens, ne? Da oben, genau. Das ist hier. Ja, noch besser. Toll. Können wir jetzt dadurch wiederholen? Nee, der Anspruch muss noch 25 sein und wir haben erst 24,7. Alles klar. Gut. Dann müsste das aber sofort kommen, oder? Da kommt erst wieder hier der Franzose. 162 möchte er gerne haben. 26 ist erreicht. Anspruch fingieren. Okay, jetzt haben wir den Anspruch hier hingekriegt. Jetzt haben wir den nächsten auch noch. Das waren die, ne? Super, klappt, läuft, toll. So, hier unten sind es auch 30. Das heißt, das nächste ist dran, ne? Loire un jour. Nehmen wir Loire. Okay, war das schon? Weiß ich nicht. 162, wenn Pause. Krieger lesen keine Bücher. Oh, Stabilität verlieren wir jetzt. Das ist nicht gut. Na, da können wir mal gucken, dass das wieder hochgeht. Ne, wo war das? Da. Können wir auch erhöhen. Wunderbar, ist wieder oben. So, hier wollten wir gucken, da haben wir keinen Anspruch, können aber auch... Ach so, weil das nicht direkt dran ist, oder was? Naja. Muss weiterlaufen, ne? Britannia 82 haben wir jetzt, dann schauen wir mal weiter, wie es läuft, ne? Gut. unsere Kolonie hat jetzt 569, wächst hoffentlich ein bisschen schneller jetzt mal. Wäre nicht schlecht. Bärenfälle können wir gut verkaufen. 270. Wer ist das? Norwegen, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie vorankommen. Aber ich würde schon nächstes Mal sagen, gehen wir hier rüber. Und da nicht hin. Das können wir immer noch kriegen. Wenn es dann geht, gehen wir hier hin. Ne? Das macht mehr Sinn. Gut. 101. Ach nein, machen wir nicht. Das andere läuft so weit erstmal. Ja. Was macht der... Stress im Land von den Norwegern. Okay, der ist immer noch da. Ist hier oben auch was? Nein, nur unten hier. Gut, Unruhen im eigenen Land. Okay, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.